Kapitel 12. Erste Akzeptanz. Dann steht das Wort gegen Wort. Und was glaubst du geschieht dann? Wenn du vor Ivy etwas behauptest und ich das Gegenteil, wem wird sie dann glauben? Dem Fremden aus einer fernsten Welt, den sie ohnehin als Feind sieht? Oder einem Pokémon, das für sie wie Familie ist? Familie, die ihr ins Gesicht lügt? In so einem Thema ja. Ich respektiere sie sehr. Aber ihr Verbot ist ohne Halt und Sinn. Und wenn ihr Ivy so vertraut, dein Wort ihr nahezu in Gold aufgewogen wird, wie du gerade behauptest, warum kannst du sie dann nicht selber vom Gegenteil überzeugen? Du kennst Ivy nicht. Sie ist stur. Ihr eigenes Wort liegt immer über allen anderen. Siehst du? Damit sind wir wieder am Punkt. Ihr beiden trefft euch hier ohne jeden Grund, im Wissen, dass unsere Mission scheitert, wenn sie euch findet. Du verstehst sichtlich nicht, dass ich so etwas nicht mache, um jemandem zu schaden, sondern um unserer Mission willen. Sie steht über allem. Beruhigt trat Funkenherz wieder einen Schritt zurück. Im Bewusstsein, dass die Lage die Chance hatte, sich etwas zu entspannen. Wenn es dir wirklich darum geht, dann gibt es eine bessere Lösung. Glaubst du, ich wäre gar nicht darauf vorbereitet, dass sie von einem hier herausfindet? Du redest hier davon, uns verpetzen zu müssen, damit du und Absol aus der Sache rauskommt. Aber wenn du mal bereit wärst, dich für 5 Minuten wie ein erwachsenes Mon zu unterhalten, dann kämen wir zum Schluss, dass wir das auch ohne dich können. Es ist nicht so, als wüsste Ivy nicht, dass ich in ihrer Sturheit nichts nachtrete. Ich kann die Verantwortung für das hier auf mich nehmen, im Notfall zusammen mit Sol. Und weshalb sollte irgendjemand eine Verantwortung auf sich nehmen müssen, wenn ihr stattdessen auch diesen Scheiß einfach sein lassen könnt? Erneut blickte das Luxio zurück auf Flammes Bruder, bevor sie zu ihm trat. Setz dich, Flamme. Wir haben noch einige Stunden, bevor die ersten Mon wach werden im Dorf. Vielleicht brauchst du einfach eine ausführlichere Erklärung und eine, die nicht nur von mir kommt, bevor du wirklich verstehst, worum es uns geht. Für einen Moment schwankte das Vulpix zwischen den Optionen, aber schnell entschied er sich, dass er ohnehin nichts zu verlieren hatte. Und deshalb setzte er sich. Also, erst einmal vorneweg. Du hast immer wieder betont, dass wir uns ja nicht treffen müssen. Was nicht falsch ist. Es zwingt uns ja niemand. Im Gegenteil. Aber irgendwie auch schon. Auf dem Schiff hatte ich es dir ja schon mal erklärt. Wenn wir beide reden, Funkenherz und ich, es klickt einfach. Wir beide wollen große Abenteurer werden. Für uns selber oder andere. Das ist das große Ziel. Und gleichzeitig sind wir beide so alleine damit. Haben niemanden, mit dem wir das Gefühl teilen können, ohne dass jemand auf uns herabblickt. Sol wollte schon immer reisen. Weit. Je fremder, desto besser. Aber in eurem Dorf ist es schlicht eigenartig und für die meisten unvorstellbar. Genau wie auch Absol die Heimat bevorzugt. Für mich gab es Zeiten, in denen es anders war. Ich bin ja sogar schon durch mehrere Welten gereist, als ich noch ein kleines Kind war. Aber seitdem der Krieg des ersten Menschen vorbei ist. All die Pokémon in meinem Umfeld, die damals selber noch Abenteurer waren. Ivy, Spark, Mama, Latias, Latios, Floink, Flamiau, Günther. Alle von ihnen änderten sich, je mehr Zeit verging. Sie alle waren ein Leben im ständigen Krieg und Kampf gewohnt. Adrenalin war ihr Normalzustand. Aber inzwischen kennen sie Frieden, leben ihn. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr lieben sie die Ruhe. Und ich kann es ihnen nicht verübeln. Manche von ihnen konnten endlich Leben beginnen, die schier unvorstellbar schienen, sogar Familien gründen, aber ich wollte nun einmal immer noch Abenteurerin sein. Es liegt mir im Blut. Das ist einfach, wie ich bin. Nur dass inzwischen alle der Meinung sind, ich sollte den Frieden genießen, solange er hält und nicht meine Energie verschwenden. Aber es ist doch keine Verschwendung. Verschwendung wäre es, die Welt unerkundet zu lassen, bloß da es bequemer ist.
Und gleichzeitig haben wir beide auch schon große Abenteuer erlebt. Nun, sie deutlich mehr als ich. Aber unser Abenteuer ist ja auch noch nicht zu Ende. Trotzdem können wir uns so viel erzählen. Das waren ein ganzer Haufen Worte, um auszudrücken, dass ihr beiden hyperaktiv seid. Wenn du es so ausdrücken willst, meinetwegen. Ganz Unrecht hast du wahrscheinlich nicht. Aber der hauptsächliche Punkt ist, dass wir beide etwas verstehen, das niemand um uns herum auch so sieht. Und Ivy will trotzdem verhindern, dass wir uns sehen. Ich glaube nicht, dass es ihr darum geht, euch beide zu mobben. Sie will unsere ganze Gruppe systematisch ausschließen. Na und? Das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem genau macht, was wir sagen. Auch wenn es vielleicht nicht ihr Gedanke war. Also, bist du dann endlich zufrieden? Was erwartest du? Nein! Ich bin immer noch der Meinung, dass ihr beiden auch gut überleben würdet, ohne euch nachts aus der Siedlung zu schleichen. Außerdem bin ich immer noch der Meinung, dass ihr damit unsere Mission gefährdet. Das Einzige, was ich einsehe, ist, dass wohl letztlich euer Ding ist, wenn ihr im Ernstfall absolut mich raushaltet. Heißt das, dass du nicht versuchen wirst, Ivy gegen uns aufzuhetzen? Meinetwegen, ja. Aber auch nur, weil sie sowieso in ihrem Narrativ gefangen ist. In dem jedes Wort, was ich sage, eine Lüge ist. Also, ich gehe zurück. Und das solltet ihr auch bald, wenn ihr es nicht eilig habt, dass jemand eure Abwesenheit bemerkt. Wir machen uns sowieso bei Sonnenaufgang wieder auf die Suche. Und ihr beide wisst, jeder Tag könnte derjenige sein, an dem wir aufbrechen. Der nächste Abend brach bereits an. Erneut war die Suche fruchtlos gewesen. Als wäre das für irgendjemanden eine Überraschung gewesen. Es war wirklich, als wäre dieser Groudon wie vom Erdboden verschluckt. Gerade ein Riese wie er musste doch irgendwo auch Spuren hinterlassen. Er musste doch auf dem Waldkontinent sein. Oder nicht? Wie käme er denn woanders hin? Mit dem Schiff? Außer natürlich, er war gerade bereits in einem anderen Weltenbaum. Dem des Sturmes. Und jeder Tag der verschwendeten Suche war ein Tag, der sich anfühlte, als würde ein Timer herunterlaufen. Am Dorf angekommen, wurde jedoch schnell klar. Irgendwas war hier heute los. So selten sie sich sonst blicken ließ. Gerade stand Ivy am Eingang ihrer eigenen Höhle und blickte auf den Eingang zum Dorf, sichtlich auf jemanden wartend. Und wer dieser jemand war, das war klar. Oder eher, welche drei Jemande es waren. Ich sehe, ihr seid pünktlich zum Sonnenuntergang zurück. Wie immer. Selbstverständlich. Das war ja auch der Deal. Wahre Worte. Und es ist ein Deal, welcher bald sein Ende finden wird. Wenn ihr heute unterwegs wart, hat mich eine Nachricht erreicht. Der erste Brief von Groudon seit längerer Zeit. Morgen in der Früh möchte er wieder zurückkehren. Deswegen ändern wir die Regeln heute ein wenig. Ich weiß nicht, wann er in der Frühe zurückkehren wird, aber ich möchte sicher gehen, bei eurem Treffen ebenfalls anwesend zu sein. Deswegen werde ich mir erlauben, heute Nacht euren Höhleneingang bewachen zu lassen. Damit ihr ja nicht bereits verschwunden seid, sobald ich aufgewacht bin. Und was, wenn wir uns noch bewegen wollen? Oder zum Fluss in der Nacht den Durst stillen? Ihr seid keine Gefangenen. All dies könnt ihr tun. Es geht mir lediglich darum, dass jemand ein Auge auf euch hat, wenn ihr es denn tut. Kein Pokémon des Trios erwiderte ein Wort. Sie alle dachten dasselbe. Also dann, wir werden uns morgen sehen. Bis dahin. Erfreut schritt sie wieder hinauf zu ihrer Höhle und hinterließ die drei wissend. Das Gespräch begann bald, in der Höhle des Trios, als noch niemand Wache hielt,
da dies offensichtlich erst nach Sonnenuntergang geschehen würde. Was jetzt? Es scheint, als hätten wir unsere Chance vertan, Groudon zu finden. Vertrauen wir ihm jetzt? Das können wir nicht. Sie hasst uns. Hast du nicht gehört, was sie gesagt hat und wie sie es getan hat? So spricht kein Mann, das unser Bestes will. Aber was machen wir dann? Wenn wir versuchen auszubrechen, dann ist sofort das ganze Dorf bereit. Zumal wir unseren Frieden brechen würden. Heißt, Groudon dürfte uns wohl kein Wort sagen, sobald dies geschehe. In meinen Augen sitzen wir im Matt. Wir können das Dorf nicht verlassen, ohne Probleme zu bekommen, und wir können nicht hierbleiben, ohne Probleme zu bekommen. Dann brechen wir aus! Heute Nacht! Und fangen Groudon ab, bevor er das Dorf erreichen kann! Schön, dass sich das so einfach sagen lässt. Dann sagt mir mal, wie wir das umsetzen. Wir können dieses Dorf nicht mehr verlassen. Keine Chance. Nicht ohne einen Kampf. Och, eine Möglichkeit fällt mir da schon ein. Aber soll, du willst ab, soll das doch bestimmt erklären, oder nicht? Fragend blickte der Unlichttyp das Fukano an. Dieser reagierte etwas unwohl. Also, unsere Hütte hat noch einen Ausgang. Ein kleines Loch hinter dem großen Heuhaufen. Es führt direkt aus dem Dorf und kein Mann hier ahnt, dass wir ihn kennen. Und ihr beiden wisst das also scheinbar. Aber mich weiht keiner ein. Was genau ist hier los? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Ist recht simpel. Soll bekommt seine Infos eh aus erster Hand. Er hat den Gang schon oft genug benutzt, weil er es in der Zeit hier nicht aushält, ohne jede Nacht in den Wald zu flüchten, um sich mit seinem neuen Crush zu treffen. Letzte Nacht bin ich aufgewacht, hab gesehen, dass er weg ist und... Er dachte zurück an seine Begegnung mit dem Blitzer. Und ein Mann dachte scheinbar, wir wüssten davon und hat es nebenbei erwähnt, als ich vor der Höhle war. Dann habe ich eins und eins zusammengezählt und bin Sol gefolgt, um rauszufinden, was genau er da macht. Das ist ja schön, dass ihr beiden also einen Weg für uns kennt. Aber wann genau war es geplant, mich mal einzuweihen? Und warum genau rennst du nachts weg, um wen zu treffen während unserer Vereinbarung mit Ivy? Wen überhaupt in Flamme da so als deinen Crush bezeichnet? Letzteren Teil schien Sol einfach abzuwinken. Das hat Flamme sich dazu gedichtet. Ich hab mich halt mit Funkenherz getroffen. Und es sollte unser gutes Recht sein, aber Ivy hat ihr jeden Kontakt mit mir verboten, ob im Dorf oder anderswo. Deswegen haben wir uns halt heimlich nachts getroffen. Vom geheimen Weg aus der Höhle hat sie mir erzählt. Und ich hatte eigentlich auch nicht vor, dass irgendjemand davon erfährt. Aber das ist jetzt ja auch egal, oder nicht? Wir haben einen Ausweg. Das heißt, sobald die Mann schlafen gegangen sind, flüchten wir und fangen Groudon ab. Nur... Was denn jetzt wieder das Nur? Ein Plan steht. Eine Alternative gibt es nicht. Und wenn wir Groudon nicht bis zum Sonnenaufgang finden, dann suchen wir selber nach dem Weg in den Weltenraum des Sturmes. Das Wichtigste ist, dass Ivy uns nie wieder zu Gesicht bekommt. Ja, das ist klar und ich verstehe es auch. Ich... Hätte mir nur gewünscht, dass ich mich zumindest von Funkenherz verabschieden könnte, bevor wir gehen. Wir verdanken dir einiges. Und sich jetzt einfach ohne Wort davonzuschleichen... Sie wird es verstehen. Die einzige Möglichkeit, noch mit ihr zu reden, wäre uns zu verraten. Zumal alles andere auch sie selber in Schwierigkeiten bringen würde. Und ist das etwa dein Plan? Nein, bloß... Sofort wurde das Fukane unterbrochen. Kein bloß Sol. Der beste Dank, den du ihr geben kannst, ist jetzt einfach zu gehen. Unsere Zeit in diesem Weltenbaum ist fast zu Ende. Es liegt jetzt an uns zu entscheiden, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Ende nimmt. Und ich denke, wir alle sind uns einig, welche Option uns lieber wäre. Also... Das Ende unserer Zeit in diesem Dorf ist gekommen.
Ein weiterer Schritt auf einer Reise, die noch lange nicht vorbei ist. Außer wir handeln jetzt nicht. Und letztlich ist unser Ziel wichtiger als ein jedes Pokémon.